Rum, Whisky und Balsamico ist natürlich der Roy of Invest, die Superlative. Du hast eigentlich deine Geldmaschine Stund um Stund am Laufen. Wenn ich nicht den Kuchen mitnehme, ist es halt wer anders. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren wundervollen Interview hier im Reichtumspaket 2023. Und ich freue mich mega, dass heute Rosemarie Lachner dabei ist. Eine extrem sympathische Person. Ich habe sie kennengelernt, eigentlich online, und zwar über Zoom, über LinkedIn. Und wir haben uns dann ausgetauscht und ich war mega, mega begeistert. Was vor allen Dingen begeistert ist, wie erfolgreich du, ich sag mal, nicht in den 20ern, nicht in den 30ern, nicht in den 40ern, sondern quasi in den späteren Lebensabschnitt geworden bist mit extrem intelligenten Investitionen. Dazu kommen wir später. Was ich oder wie ich gerne starten würde, wäre, kannst du dich mal bitte ganz kurz selber vorstellen, weil niemand kann das besser als du. Also vielen lieben Dank, Marco, dass ich hier sein darf, dass uns die Gesetzmäßigkeit hier gefunden hat und ich bin sehr dankbar. Mein Name ist Lachner Rosmarie, ich bin gebürtige Bayerin und seit Jahr 98 hier in der Schweiz unterwegs, fühle mich hier sehr wohl, eben Traumland, Berge, Wasser und ja. Bin über 60 und bin mit 51 zum Thema Finanzen gekommen. Und zwar nicht aus der Freude und aus der Leidenschaft, sondern es war ein Weg, wo ich gar nicht mehr wusste, wo muss ich jetzt hin, was kann ich jetzt noch tun. Ich hatte bis dahin viele, viele Unfälle und der letzte war dann einfach das Ü-Tüpfelchen und Job verloren, alles verloren. Und dann stehst du da und dann suchst irgendwo den Weg und gehst falsch und drehst wieder um und fängst wieder an und ja, ein Auf und ein Ab. Und irgendwie bin ich dann eben beim Thema Finanzen hängen geblieben. Habe mich dort jahrelang weitergebildet, bin auch über einen sehr sympathischen Mann gestolpert, der mich mitgenommen hat auf die Finanzreise. Und der hat immer gesagt, ganz wichtig, Rosmarie, du bist ein ungeschliffener Diamant, aber ich schleife dich. Wenn einer an dich glaubt, dann bin ich das. Mir läuft jetzt gerade die Gänsehaut. Ich habe den so manchmal in meinem Kopf gehabt. Und ich vertraue dir und ich weiß, dass du das kannst. Du schaffst das. Du findest den Weg und du gehst jetzt einfach überall mit dahin, wo ich sage, du kommst jetzt da mit. Und das waren Cashflow-Abende, Cashflow-Days, das waren große Veranstaltungen mit großen, wichtigen Menschen, Investoren, Partys. Also an Kleider hat es mir nicht gemangelt, am Optischen auch nicht, am Reden auch nicht. Verstanden habe ich ja so lange nichts. Über ein Jahr. Und irgendwann habe ich gesagt, es musst einfach mit mir nach Hause kommen und musst mal schauen, was ich überhaupt so habe. Und dann hat er gesagt, das musst du kündigen, das musst du kündigen, das musst du machen, das musst du machen. Und da machst du dich selbstständig. Und ich so, oh mein Gott, was will denn der alles? Er hat gesagt, du weißt aber schon, dass ich durch die Unfälle gewisse Handicaps habe. Und Montag für Montag hat mich der Kerl angerufen. Ich hätte ihn erschießen können. Hast du das gemacht? Nee, was hätte ich ihm machen sollen? Ich habe es vergessen. Es war weg aus dem Kopf. Ich habe zwar Zetteln gehabt, aber irgendwie. Ja, dann hat er gesagt, okay, da muss ich halt öfters zu dir nach Hause kommen. Und ich sagte, was, der hat keine müde Mark verlangt. Null. Ich habe gesagt, was tust du dir an mit mir? Und hat er gesagt, look, ich will dich schleifen. Du bist für mich ein Präzedenzfall. Du bist ein sehr sympathisches Wesen. Ich weiß, du hast Kern in dir, der kann das. Und so bin ich gestartet und bin jetzt hier. Trotz allen müßigen Wegen. Auf und ab. Und Ja. ich finde das spannend erstmal auch, dass du dir erstmal dieses Ziel gesetzt hast und dass du es dann auch durchgezogen hast. Meine Frage wäre jetzt, wie bist du dann zu den Investments gekommen, die du jetzt tätigst und vor allen Dingen, mit denen du ja sehr, sehr erfolgreich geworden bist? Wie war der Weg dahin? Der Weg war dahin,
Ich habe in der ganzen Zeit vieles mitbekommen, vieles, was gut läuft oder was wieder hops gegangen ist. So auch die klassischen Scams, alles habe ich irgendwo hineingeschaut, die Netzwerke, die Marketings, alles, das war dann nichts. Und auch auf so einer Veranstaltung, wo dieser Mann mich da mitgenommen hat, da durfte ich dann jemanden kennenlernen, der eben genau diese Sachwerte angeboten hat, also zumindest einmal die zwei Rum und, nee, damals waren es noch drei, Rum, Whisky, Balsamico. Whisky ist derzeit sowas von ausverkauft, die Nachfrage war extrem, also letztes Jahr war der Burner, also Hammer. Und da bin ich dann in die Firma gegangen, habe mich dort vorgestellt und wollte einfach alles wissen. Man hat mich dann geschult und ich habe immer gesagt, ich brauche jemanden an meiner Seite, wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen darf, wenn ich Fragen habe. Und dann war für mich klar, okay, ich habe das Vertrauen jetzt in diese Firma. Sie arbeitet jahrelang schon sicher, zuvorkommend, super Support, also immer jemand da. Und dann habe ich gedacht, okay. Ja, und dann durchstarten kann man nicht sagen, weil ich habe ja keine Kunden. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Der Facebook-Typ da und der WhatsApp-Typ und was alles gibt und LinkedIn und Xing, was das alles gab, das war alles nicht meins. Ich bin da nicht klargekommen. Es war mir auch zu viel Aufwand. Der Kopf war ein Bienenhaus. Auf jeden Fall bin ich weiterhin an so Veranstaltungen gegangen. Ich hatte eine Visitenkarte, ganz toll. Jetzt geht's bergauf, hieß die. Und plötzlich kriege ich da Anrufe, du Rosemarie, ich hätte da so und so viel Geld, was kann ich machen? Ja, und dann hat man erst einmal einen Termin vereinbart, man hat sich getroffen, damals noch handgeschüttelt, essen gegangen, wie es halt so ist, richtig geschäftlich, mit dem Köfferli da so an der Seite und gebürstet und gestriegelt. Ja, und dann war die Chemie da, dann hat es funktioniert, gepasst und dann hat man mal klargestellt, um was geht's? Wo möchtest du hin? Brauchst du jetzt Geld? Brauchst du im Alter? Kannst du es jetzt entbehren? Und dann hat man halt ausgeklügelt, was am angenehmsten, am einfachsten für den Kunden ist. Und diese Produkte sind einfach zum Handeln. Du liest es dich durch, du redest mit mir und du stellst fest, wow, da ist ja gar keine Arbeit. Ich muss ja nur unterschreiben. Einmal alles lesen, unterschreiben und dann gehört mir das Fässchen. Und so. Zum Beispiel das Fässchen. Ja, Entschuldigung, dann gehe ich mal ganz kurz rein. Du redest ja von dem Fässchen Whisky, nehme ich mal an, aber du hast ja nicht jetzt nur, ich sag mal, in Whisky investiert, sondern in viele verschiedene andere Dinge auch. Was sind denn so die Grundprinzipien deiner Finanzstrategien und wie unterscheiden die sich von anderen Strategien? Also meine Finanzstrategie ist, ich habe Metalle, Rum, Whisky und Balsamico. Und das sind alles wirklich einzigartige Produkte auf dieser Welt. Da können wir ja später noch dazu kommen. Und für mich war klar, ich möchte was haben, was die Mutter Natur irgendwie geschaffen hat. Und Rum ist Zuckerrohr. Und Whisky, ja, es hat auch natürliche Produkte und der Balsamico sind Äpfel. Also es gibt es eh schon. Ich mache damit nichts kaputt. Und unsere Metalle, muss man wissen, das sind Abscheidungsmetalle vom Kupfer, Nickel und Aluminium. Also wir graben da nicht explizit danach. Und die Minen, die wir besitzen oder die Firma besitzt, die sind da sehr, sehr gut überwacht. Also da kommt auch nichts rein. Also wir bauen kein Kobalt oder Lithium ab. Das war mir dann auch wichtig. Das habe ich alles gewusst. So, ich bin jetzt kein Öko-Tripper, aber ich möchte schon irgendwie, wo ich sage, das ist für mich ethisch, moralisch vertretbar. Dann wollte ich wissen, wie schaut es denn aus mit den, mit steuerfrei und so, inflationsgeschützt. Und dann war mir klar, also die Details, die richtungsweisenden Richtlinien, dass der Veräußerungsgewinn zum Beispiel, wenn ich es verkaufe nach einem Jahr, steuerfrei ist, das war mir dann auch logisch und einleuchtend, das ist dann natürlich auch eine gute Strategie. Und die Strategie ist ganz klar, halten und wenn das Fass abgelaufen ist, rollt es aus, ich bekomme Geld zurück. Die Strategie ist wieder was Neues zu kaufen, in Form eines Fasses, was auch immer. Oder sich Metalle Monat für Monat oder je nachdem, wo Geld flüssig ist, immer wieder in die Metalle fortlaufend zu investieren.
Das sehe ich. Ich habe ein gewisses Alter und ich muss sagen, ich habe auch Junge, aber ich habe halt auch so mein 40, 50 und die sagen, ich möchte was für die Rente tun, ich möchte was fürs Alter tun. Und da sage ich, da sind wir ja hervorragend aufgestellt, wenn es dich nicht eilt. Und das sehe ich dann natürlich schon als Cash, wenn alle 5 Jahre was rauskommt. Ich kaufe mir ein zweites Fass, ich kaufe mir dann wieder zwei Fässer und dann kann ich mir wieder zwei kaufen. Oder ich kaufe mir nur zwei und nehme dann das Geld und kaufe mir dann wieder was anderes. Oder ich lebe einfach mein Leben oder ich brauche was neues Auto oder wie auch immer. Meine Strategie ist, das habe ich so gemacht. Ich habe natürlich noch andere Lösungen natürlich parat. Das eine ist ein bisschen mehr aufwendiger, man muss ein bisschen mehr verstehen. Es kommt immer darauf an, hat der Kunde Zeit, will er sich Zeit nehmen und will er überhaupt, versteht es, möchte es verstehen. Und dann bleibe ich beim Kunden. Wenn es aber ein Querulant ist und hinter allen und jenen irgendwas sieht, dann sage ich, du, ich kann dir jemand anders empfehlen, muss ich auch sagen. Also, Da habe ich direkt ja, jetzt eine. bin ich so weit, wo ich sage, ich muss mir das gar nicht antun. Ja, absolut. Man sieht ja auch, wie erfolgreich du bist. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus im Vergleich zu anderen Anlageformen? Ich meine, normalerweise investiert man in Immobilien, in Aktien, vielleicht in Krypto. Wie ist da bei deinen rohstoffgetriebenen Investments also ich sag mal, gegenüber den traditionellen Anlageformen im Vergleich die Sicherheit? Also die Sicherheit bei den Rohstoffen ist hier gegeben. Jedes Gramm, das ich kaufe, geht ins zollfreie Lager. Die Daten werden gespeichert auf der Blockchain. Ganz wichtig. Ganz neu, einzigartig hier auf der ganzen Welt ist diese Firma, mit der ich zusammenarbeite seit Jahren, ist jetzt neu, hat alles auf der Blockchain und das brauchst du eine Wallet dazu, wenn du kaufst. Hört sich jetzt schlimm an, aber ist nicht, ist mit den Phrasenwörtern und den ganzen Codes und wie auch immer, ist einfach, begleite ich natürlich sehr wohl dabei. Das heißt, die Blockchain kann dir keiner wegnehmen. Wer was von der Blockchain einigermaßen gehört hat oder weiß, weiß, dass man die Blockchain nicht verändern kann. Es ist immer meins. Und die Blockchain liegt auch noch im Zollfreilager. Und bis du ins Zollfreilager kommst, das wissen auch viele nicht, musst, also ich war schon öfters, ich war jetzt im März in Berlin, in diesem Zollfreilager, mit denen wir da zusammenarbeiten, die übrigens jetzt im September diesen Jahres den Finance Award gewonnen haben, und zwar in der besten Technologie, in der besten digitalen Finanzwelt. Also wurde ausgezeichnet. Also ja. Ich durfte da auch dabei sein, dabei bei diesem Award-Verleihung. War genial, war wirklich toll. Also da durften nur die Mega. Besten dabei sein. Du natürlich. Ja, Jetzt. und eben, dann gehst du da durch alle Türen und Aufzug und alles ist safe und du siehst eigentlich gar nicht, wo du bist. Das ist ja ein Weg hinauf. Und dann stehst du da drinnen und guckst dir das alles an und denkst dir, wow. Wow. Jedes Gramm, das ich bestelle, wird hier reingeliefert und wird hier verwahrt für mich und registriert durch meinen Kauf automatisch in der Blockchain. Das muss ja nicht mal die Firma machen. Ich mache das ja selber. Und da habe ich dann ein Backoffice. Bezahlt wird ganz normal. Du kriegst eine E-Mail, eine Rechnung, zahlst dann einfach je nach deiner Währung. Und dann läuft das. Und das war für mich auch ein Punkt, wo ich sage, das ist für mich absolute Sicherheit, inflationsgeschützt. Das kann mir niemand nehmen, das kann man mir auch nicht enteignen. Das ist immer meins. Und dann die Steuerfreiheit. Ich muss es nicht versteuern. Das Geld ist drin und das ist dann, taucht dann auch nicht mehr auf. Das ist einfach, ja, es ist, ich habe mir was Gutes gekauft. Das macht so für mich so, wow, safe, einfach Ja, mega. sicher. Und die Was? Art, bei vielen anderen Produkten, bist du sehr nervös, bei Aktien bist du nervös, da guckst du immer und so. Ich muss nicht mehr gucken. Es läuft. Und ich kann jedes Monat was hineintun. So ein Jedes Stück Monat was weit. hineintun. Und wenn ich es wirklich bräuchte, dann macht man ein Kündigungsschreiben oder geht auf Verkauf klicken. Und dann verkauft sich das. Und das Geld geht einfach auf dein Bankkonto. Das ist jederzeit verfügbar. Das ist flexibel. Das nimmt dir keiner. Das hast du. Und du entscheidest, was du tust damit. Und wenn ich, ja, aber dann ist das weg und so. Oder auch bei den Fässern, ja, aber dann, wenn ich mal was habe, sag ich, dann sprichst du mit mir, dann findet man einen Drittkäufer.
Da wird das unterhand, die reißen es dir aus der Hand. Dann nimmt dir das jemand, wenn das schon 2 Jahre gelagert ist. Da sagt er, das ist ja cool, da muss ich ja nur noch 3 Jahre warten, wenn die Lager da auf 5 ist. Das mache ich ein Schnäppchen. Also es ist alles im Prinzip flexibel. Ab welcher Summe kann man denn einsteigen? Weil das klingt jetzt erstmal alles sehr, ein ganzes Fass Whisky wird ja nicht so günstig sein. Ich weiß es nicht, aber wo sind so die Einstiegshürden? Also Whisky gibt es nicht mehr, momentan zumindest, vielleicht kommt ein anderes Produkt. Rum geht los bei gut 7.000 Euro bis 57.000, das 26-Jährige. Das ist der Favorit, der wird gekauft wie warme Semmel. Denn der ROI of Invest ist natürlich, ja, die Superlative. Also natürlich der Hammer. Und ich müsste jetzt gucken, aber der läuft. Da habe ich, muss ich nachgucken, ich habe es nicht immer auswendig im Kopf. 5 Jahre. Kaufe ich aber einen, der 4 Jahre, da kaufe ich einen 26-Jährigen. Kaufe ich aber einen, der 4 Jahre alt ist, der lagert 10 Jahre. Also bin ich, ja, und zahle 7.000, aber wenn ich mir das hochrechne, okay, viele Leute haben das Geld nicht oder einige haben das Geld nicht, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich immer diese, wäre auch schön. Und dann wird das gekauft, weil der Break-Event ist einfach schneller zur Hand. Und es hat noch keinen Fassverlust gemacht. Noch keins. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wow. Ja, und bei den Rohstoffen ist es ja genauso. Du entscheidest dich, Zähne zu kaufen, zahlst, fängst an bei 1.000 und kannst monatlich, wenn du sagst, ich habe monatlich 100 zur Verfügung, kaufst du jedes Monat für 100 was. Oder kriegst du mal wieder Weihnachtsgeld oder irgendwas ist über, dann knallst du es halt wieder da rein. Also vorzu. Ich meine, 1.000 ist besser als nichts. Dann ist es schon mal weg von zu Hause, von der Schublade, vom Kästchen oder in der Shoppingtasche. Also, was willst du für dein Leben? Was willst du für deine Zukunft? Das ist Sicherheit. Dass ich das wirklich sicher Monat für Monat weggebe. Balsamico geht los. Der ist 5 Jahre alt bereits. Vor einem Jahr gab es noch bei 0 bis 5, gibt es nicht mehr ausverkauft. Wir brauchen ihn selber zum Modifizieren für die Apfelfläschchen, für die Kleinen. Es war auch ein Renner, aber die Corona-Zeit war da schon. Da wussten die Leute schon, ich muss was machen mit meinem Geld. Und da wurde gekauft. Das war also, eben, das war mein Durchbruch. Das war sagenhaft. Und das Fass kostet, Balsamico Fass, die einzigartige Geschichte auf dem Jungfraujoch, 3.454 Meter hoch gelagert im Stollen mit niedrigem Sauerstoff, das natürlich den Prozess der Reifung schneller macht und besser macht. 30.000 kostet 30.000, ein gutes Sümmchen, das lagert dann 5 Jahre und es wird automatisch für den Kunden verkauft nach Absprache, außer er möchte es länger lagern. Ich sage immer rausholen, neu investieren, bringt mehr vom Reinvest, vom Break-Even. Und so machen das die Leute. Ich habe am Anfang mir 2 Fässer gekauft am Stück, Ende Jahr ein Whisky. Und so ging das, jedes Jahr habe ich zugekauft. Jetzt stell dir vor, es kommt jedes Jahr, rollt das Fässer aus für dich. Es kommt jedes Jahr irgendwoher einfach Geld. Das hast du nicht zwingend das ganze Jahr im Hinterkopf. Also, und wie schön ist es, da ist dann Geld und du denkst dann, wow, wie super ist das denn? Ja, jetzt kaufe ich mir wieder 2 Fässchen. Und das ist dann schon emotional, das ist schon eine Freude. Das ist schon, ja, das ist Genuss pur. Das ist einfach Lifestyle. Das ist ja auch so eine Art, ich sag mal, Mechanismus, den man nutzen kann, wenn man Vermögen aufbauen will, dass man es nicht die ganze Zeit vor der Nase hat, wie bei Aktien oder so. Ist das auch so eine Art passives Einkommen? Kann man das so sagen? Oder in welche oder wie würdest du das beschreiben? Also je nach, ich sage immer nach Laufzeit, du musst etwas Zeit investieren. Nach Laufzeit, ich sage immer 5, 6 Jahre, wie die Produkte eben laufen, wie du dich entscheidest, dann hast du hier Cashflow, ja. passives Einkommen. Ja, es kommt passiv nach 5 Jahren, es kommt passiv, es kommt in der Tat passiv. Und dann sagst du, wow, genial, super, Schachzug, perfekt, wow.
Da ist die Freude groß und das erlebe ich natürlich Mhm. jetzt auch durch die früheren Kunden und so. Also, und die denken gar nicht mehr dran. Ab und zu, man wird ja auch Freunde, eben, ich brauche hier Lösung, hast du was, wie, welche Bank, welche Karte, wie wir immer und so. Und dann tauscht man sich halt immer wieder aus und man trifft sich immer wieder und dann, hey, dein Fass ist jetzt in einem Jahr soweit. Was schon? Ja. Ah, ich hätte ja da noch Geld. So, ja, wollen wir drüber reden? Ja, okay. Okay, dann kaufe ich. Ich sage, das ist super. Jetzt hast du irgendeins am Jahresanfang, dann hast du jetzt eins in der Mitte und dann hast du eins am Jahresende. Das ist doch schön. Da kommt immer, in Bayern sagt man, ein Schiebel Geld, ein Schiebel, ein Häufchen Geld rein, nicht? Ja. Und mir macht das Freude, Leute drauf hin. Nicht hinzuarbeiten, sondern auch die Gefühlswelt hier einzubringen. Auch das, ja, wenn die lachen, wenn die Freude haben, dann tut mir das auch gut, dann habe ich auch Freude dran. Und das ist für mich die Geschichte, die Herzgeschichte. Weil ich sage, wenn ich jemand helfen kann, tue ich das gerne. Ich werde manchmal gefragt, was hast du für einen Stundenlohn? Da habe ich immer gesagt, keinen. Weil ich ja damals auch froh war, wie dieser Mann den ungeschliffenen Diamanten zum geschliffenen Diamanten bearbeitet hat. Und er hat nie irgendetwas dafür verlangt. Wirklich. Und ich habe viel Masterfinanzpläne, Module besucht. Ich glaube, ich war die Einzige, die zweimal im Jahr gegangen ist, 3 Jahre lang. Und es war ein weiter Weg nach Zürich. Es war ein sehr weiter Weg. Und der Stau und der Verkehr und mein Kopf und Gott. Und wenn ich es nur verstanden hätte, ich sage immer, Leute. Und alle sind an mir vorbeigezogen, die mit mir begonnen haben. Alle jahrelang. Ich brauchte 7 Jahre. 7 Jahre, bis bei mir wirklich alles im Kopf gesessen, verankert, sprachlich, wissend vorhanden war, was jetzt wirklich zu tun ist und warum. Früher habe ich es gemacht, aber nicht gewusst, warum. Und all die Leute, die ich jetzt habe, sagen, oh, das tut mir so leid, dass ich dich anrufe, ich weiß nicht, wie das geht, aber ich muss es machen, das ist gar kein Problem. Also, du hast aber die Ruhe der Welt, du bist so ruhig und oh, ich reg mich selber auf mir so auf, dass ich das nicht kann. Ich sage, ich habe 7 Jahre gebraucht und du ein paar Monate. Da sage ich, weißt du, ich hätte das Hirn gern gehabt von dir. Verstehst? Durch diese Unfälle da im Kopf und durch die ganze Bandbreite, was ich da so miterlebt habe und so. Ich habe mir auch gedacht, meine Güte, ich will das auch können. Und da wollte ich auch manchmal zu viel. Und dann war der Kopf wieder platt den ganzen Tag. Da dachte ich, okay, schalte umdrehen, morgen ist ein neuer Tag. Ja, du bist das lebende Beispiel dafür, dass man auch keine Angst vor dem Digitalen haben muss, dass man keine Angst davor haben muss, was Neues zu lernen, dass man auch durchaus schon länger jünger sein darf, um noch zu starten. Ich finde das sehr, sehr inspirierend, deine Geschichte. Du hattest jetzt noch einmal ganz kurz die Ethik angesprochen und die Moral. Ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, wenn das für dich okay ist. Und zwar, du hast gesagt, dass ihr keine eigenen Rohstoffe aus irgendwelchen Gruben rausholt. Das ist toll. Aber bei den Luxus-Lebensmitteln, sage ich jetzt mal, wie Whisky, Rum und Balsamicum und so weiter, also ihr greift ja da ein Stück weit in die Lebensmittelproduktion ein und macht damit Gewinne. Ja, wie ist da deine Ansicht oder deine Einstellung, also oder andersrum gefragt, wie nimmst du denjenigen, die vielleicht so ein paar moralische Bedenken haben, die Angst davor? Also, meine Moral geht dahin, dass ich sage, Äpfel hat es schon immer gegeben und wird es auch in Zukunft geben. Und die Mutter Natur hat uns die Äpfel gegeben, um sie zu verarbeiten und zu genießen, einzulagern, wie meine Oma gemacht, Apfelmus zu machen. Und da hat man halt dann angefangen, statt Weintrauben Äpfel zu nehmen und Essig zu machen. Und Essig hat es auch schon immer gegeben. Und es sind Schweizer Äpfel, keine importierten Äpfel. Und es wird in Liechtenstein verarbeitet. Dann kommt das in ein wunderschönes Limousin-Eichenfass aus Frankreich und wird dann das hochgeflogen. Das muss man halt fliegen, da gehen keine Sherpas hoch. Und dann wird es im Stollen eingelagert. Also ethisch, moralisch muss ich sagen, oder auch Luxuslebensmittel. Ich komme aus der Lebensmittelbranche und Gastronomiebranche und ich weiß, wie man Feines kreieren kann
Und wie wertvoll es ist für manche Menschen, nicht nur Reiche essen gern und trinken gern Gutes, auch das Mittelvolk geht gerne mal essen und gönnt sich etwas. Und es gibt Schweizer Restaurant- und Gastrobetriebe oder Hotellerie, die diesen Balsamico verwenden. Und es gibt sehr viele Läden, die diesen Balsamico abgefüllt verkaufen. Und zwar sehr, sehr hochpreisig. Und Reiche hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Und es wird immer mehr Reiche geben. Und von daher muss ich sagen, wenn ich nicht den Kuchen mitnehme, dann isst ihn halt wer anders. Dass du hast eigentlich deine Geldmaschine Stund um Stund am Laufen. Und deshalb habe ich mich für diesen Kuchen entschieden, weil er ja so gut ist. Und ich meine, wenn sich jemand für diese Genussmittel entscheidet, dann entscheidet er sich fürs Genussmittel, weil er sich dabei wohlfühlt. Und weil es auch einen Wert dahinter hat, weil es auch inflationsgeschützt ist, weil es sicher ist. Wer sich gegen Inflation schützen will, der muss besitzen, was Inflation erzeugt. Und wenn das einem da oben klar ist, was Inflation erzeugt, das kaufe ich. Das hat einen Wert. Lebenslang. Selbst wenn jetzt die Inflation, wo auch immer sie hingeht und was passiert, der Wert ist da. Ja, Ich das weiß jetzt ist nicht, ob, ich weiß jetzt nicht, ob das doch, gut ist, doch, aber ich das. hatte mal eine. Nee, sag du. Nein, ich finde, du hast das sehr, sehr gut erklärt. Da, wo die Inflation hingeht, wenn man das besitzt, dann ist man ja der Gewinner der Inflation und nicht der Verlierer der Inflation. Wer rein Geld auf dem Sparbuch liegen hat oder einer Lebensversicherung, der verliert jedes Jahr mehrere Prozent. Wir wissen nicht genau, wie viel, denn das, was angegeben wird, ist ja tendenziell eher geschönt. Genau. Von daher finde ich den Vergleich super. Aber du wolltest auch noch was ergänzen, genau. Kaufen, was knapp ist, denn Knappheit ist der Schlüssel zu deiner Rendite. Und es gibt noch andere Sachwerte. Also ich habe, wie gesagt, auch noch ein anderes Sachwert im Programm. Soll ich es nennen? Ja, nenn's. Sehr gern. Bentonit und Detonit. Das ist Wow. so der Magenreinigungsputzinstitut. Das ist so für die Tiere, das ist Futter, das ist fürs Bau, das ist. Also für Pharma, das ist wirklich auch ein geiles Produkt. Nicht? Das ist auch Natur. Und das wird auch natürlich abgebaut. Und alles und jenes erzeugt natürlich Arbeitskräfte. Das muss man auch wissen. Diese Mine habe ich auch besucht. Und diesen Betreiber. Da sind wir privat runtergeflogen im Privatjet. Und ich saß dann eben zu anderen Leuten, da hat er gesagt, irgendwie hat er mich rausgehört, ich weiß auch nicht. Er sagt, komm du mal her zu mir, setz dich mal her. Aber den ganzen Flug von Schweiz bis nach Mazedonien war ich an seiner Seite. Und wenn ich irgendwie stachelig war, das ist so ein richtiger Patron, ne? Da hat er gesagt, du gefällst mir. Du gibst nicht gleich nach, wenn ich ein bisschen und so. Und dann unten angekommen, in der schwarzen Limousine abgeholt und essen und so, der hat mich nicht aus den Augen gelassen. Wirklich. Und er sagt, du, sowieso kannst du mal der Dame Stiefeln bringen. Ja, wir müssen jetzt mit den Stiefeln da. Und hat er mir das weite Land gezeigt. Und wie was und 600 Meter Tiefe. Und meine Güte, ich bin fast ausgeflippt. Und dann habe ich gesagt zu ihm, der Kran oder der, wie sagt man da, die Fördermaschine. Da habe ich gesagt, jeder Stein ist ja da Gold wert. Das sagt der Mädel, du gefällst mir. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann mit dem, da investiere ich. Ja, und das Tatsächlich. ist jetzt eine digitale Geschichte geworden. Die war früher, hat das Ja. Ganze mal gestartet mit einer Unterschrift und Vertrag und jetzt ist alles digital. Und das bedarf ein bisschen Aufwand, aber wenn man auch das kapiert hat, funktioniert das auch. Ich glaube, es ist auch alles nicht so schwer. Tatsächlich habe ich heute früh ein Glas mit Bentonite getrunken. Ja, Siehst du? bin gerade in so einer Detox-Phase. Wie kann man dich denn jetzt kontaktieren? Also wenn ich jetzt das Ganze gehört habe und sage, wow, ich würde gerne mal mit der Rosemarie persönlich reden oder interessiere mich jetzt dafür und was da für Angebote gibt. Wie kann man dich erreichen? Ja, am besten per E-Mail. Ja, perfekt. Dann würde ich Ja. das unter dem Video auch verlinken, das Ganze. Und dann für jeden, der jetzt hier zuschaut und denkt, wow, was für eine Powerfrau, ich muss unbedingt mal mit dir reden, dann bitte gerne
kontaktieren. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei dem Reichtumspaket dabei bist und dabei warst und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und würde dir jetzt ganz gerne noch die letzten Worte geben. Gibt es noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was du aber gerne noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben möchtest? Ich finde es schade, dass jetzt vorbei ist. Jetzt bin ich gerade ins Sprudeln gekommen. Aber was ich noch erwähnen wollte, ist jetzt nicht zwingend zum Abschluss, aber so, also das Rum und Balsamico ist wie eine Freundschaft. Je älter, je wertvoller. Und eben, wer so eine Sachwert, so was Einzigartiges besitzt, der hat, wie gesagt, nicht nur ein Genussmittel, sondern ist wirklich einzigartig hier auf dieser Welt geschaffen worden, dass es so nicht mehr gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Das gibt es nicht. Wir haben jetzt ja schlussendlich vier Produkte erzählt. Das ist der Rum, das ist der Balsamico, sind die Metalle auf der Blockchain, die wirklich ethisch, moralisch abgebaut werden oder aus dem Abscheidungsprozess entstanden werden und das auch das Bentonit-Detonit. Es ist alles wahnsinnig greifbar, transparent und es findet sich für alles, für jede Frage immer eine Antwort. Und das war mir auch immer wichtig, wo ich investiere. Dass ich die Leute parat habe, wenn ich nicht weiter weiß, wenn Fragen kommen, wo ich sage, Moment, ich muss selber nachforschen. Auf die Frage kommst du ja manchmal gar nicht, die du gestellt bekommst, muss ich auch feststellen. Ja, und ja, ich kann nur. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mir jetzt die Chance, die Gelegenheit hier gegeben hast. Und ja, schauen wir weiter mit Schauen wir Freuden. weiter. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles Ja, ich Gute. danke dir. Und passt, gut ist es, Passt. nicht? Passt, Passt. gut ist es, gell? Also Marco, Wunderbar. herzlichen Dank und ja, bis bald. Bis bald. Ciao.